So, herzlich willkommen zurück vor dem Ausgangstor von Flusslauf, wie das kleine Dörflein hieß, in dem wir jetzt die erste Zeit verbracht haben. Wir bewegen uns jetzt nach Weißlauf und werden dann Jarl Balgruuf, wie der gute Mann heißt, darüber aufklären, dass wir einen bösen, fiesen Drachen in Helgen gesehen haben. Und auf dem Weg natürlich, wie ihr mich kennt, sammle ich sämtliche Sachen ein, die nicht nied- und nagelfest sind und die Mutter Natur uns so bereitwillig schenkt. Unter anderem auch diesen netten Hirsch hier. Bam. Zack. Voll in die Hinterbacke geschossen und er bricht zusammen. Sehr schön. So. Ach, das war ein Elch, gar kein Hirsch. Fell, Wildbrezer. Ist jetzt unser. Was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Ein paar Pilze, ein Blümchen. Oh, ich höre Wölfe. Wo sind die denn? Da vorne irgendwo. Ah, da seid ihr. Immer diese Special Moves und Attacken hier. Ich weiß gar nicht, wann die immer kommen. Ob die nur kommen, wenn ich auf den Kopf treffe oder so. Na jetzt. Kommt jetzt noch ein Wolf oder eher nicht? Weil ich habe nicht immer Zeit, nicht ewig Zeit hier. Na egal. Laufen wir mal weiter. Wenn der Wolf was will, dann wird er schon kommen. Und ein paar Blümchen. Ab und an mal noch kurz hinter uns gucken. Sicher zu sein, dass auch wirklich der Wolf die Verfolgung nicht aufgenommen hat. Und noch mehr Blümchen. So, da ist die Stadt. Die einen doch schwer an. Was ist das denn? Du meine Güte. Ich dachte gerade so, oh, das könnte ich ja mal erledigen, aber Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Was ist das für ein Viech? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja echt witzig bemalt. Das sieht ja aus wie bei den Indern hier. Ja, jetzt lauf zu. Weh, du frisst mir meine Blümchen weg. Das ist echt ein cooles Viech. Reden wir doch mal mit ihm. Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Warum? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Ach so. Haltet Abstand, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja, ich verstehe. Was wollt ihr denn den Riesen anbieten? Die Kuh natürlich. Andere machen das anders, aber ich habe festgestellt, dass ein Tieropfer die Riesen meist von unserem Vieh fernhält. Aha. Manche halten es für Aberglauben, aber ich glaube, es funktioniert. Bislang hat noch kein Riese eins von meinen Viechern getötet. Und die Farbe auf der Kuh? Es ist Tradition. Wir kennzeichnen das Tier, um die Riesen wissen zu lassen, dass wir es ihnen freiwillig überlassen. Eine Art Friedensangebot. Hilfe möchte ich jetzt nicht anbieten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Aber ich wünsche noch viel Danke. Glück. Passt gut auf euch auf. Ja, ebenso. War interessant. So, so. Als Opfergabe für die Riesen. Aha. Ja, das ist nicht so ganz durchdacht, ne? Er opfert einem Tier damit, er opfert ein Tier den Riesen, damit sie seine Tiere nicht fressen. Irgendwie ist das doch eine Nullnummer, oder? Nehmen wir hier mal sämtliche Blumen mit. Lederbergblume und Lavendel. Ich wollte schon sagen Flieder. Tundra-Baumwolle, sehr schön. Ist was Neues. Das kennen wir noch nicht. Sorry, das dauert bei mir immer alles ein bisschen. Honigbräu Brauerei entdeckt. Sehr cool.
So, ich würde sagen, das langt jetzt an Blumen. Wir bewegen uns jetzt Richtung... Egan soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Boah, ich glaube nicht, dass du weißt, wie ein Drache aussieht. Schmetterlingsflügel. Haben wir noch nicht so viele. Können wir auch ein paar einstecken. Ich kann einfach nicht widerstehen. Was steht hier so komisch rum? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Brauchst du denn irgendwie Hilfe oder so? Ach, zu euch wollte ich gar nicht. Passt das bitte nicht falsch auf. Aber ihr seht ein wenig krank aus. Ja, ich weiß, dass ich krank bin. Was kann ich für euch tun? Was kann ich für euch tun? Mit mir reden? Okay, wohl eher nicht. Alter. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Nö, sicher nicht. Ihr seht auch nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Schildbrüder? Was ist ein Schildbrüder? Was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Aha. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Ja. Kann ich euch das beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Okay. Der Riese ist also leer. Ihr seht stark aus. Kommt nach Jorvaska und werdet ein Gefährte. Auf wessen Seite steht ihr denn eigentlich im Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sagt mir einfach, wen ich verprügeln soll. Ist eher so leicht gestrickt, ne? So, warum habt ihr euch denn den Gefährten angeschlossen? Vilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jergen hat uns hier großgezogen. Selbst Wigner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Ja gut, danke. Also gut. Ria. Kämpft hallo. Mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen. Kommt nach Jorvaska, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch geht. Ja, kenne ich alles schon. Mach ich vielleicht. Muss ich mal gucken. Sofern ihr Magier aufnehmt. Heute liegt Blut in der Luft. Auf uns wartet eine gute Jagd. Das ist ja noch besser als Legolas. Eine rote Sonne ist untergegangen. Heute Nacht wurde Blut vergossen. Bla bla. Immer diese neunmal klugen Sprüche. So, wir sind in Weißlauf. Vielleicht heißt die Stadt deswegen Weißlauf. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wollen wir da jetzt rein. Oh, schön, die Tore sind offen. Also hier merkt man noch nicht sonderlich viel vom Krieg. Ah, da sind die Tore. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Amtliche Genehmigung, brr. Also, was haben wir denn hier? Flusswald bittet den Jarl um Beistand. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ihr, mein Freund, seid aber ziemlich gutgläubig. So. Dann gehen wir doch mal zum Jarl Balgruf. Habe ich eigentlich eine Stufe bekommen? Sieht so aus. Stufe 3. Dann, ja, perfekt, neue Stufe. Worauf gehen wir denn? Ich würde sagen, auf Gesundheit. So. Was ist denn da möglich? Zerstörung, Lehrling, erfordert Stufe 25. Einschlag, erfordert Stufe 40. Eieieiei. Also da, das
Das frisst schon ordentlich was an Punkten. Da überlegt man später mal was. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Kann ich dir vielleicht helfen? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin gibt es noch mehr. Nee, sieht nicht so aus. Die besten Waffen und Rüstungen. Aveniki, oder wie sie auch immer heißt. Du darfst mir jetzt nichts abkaufen, verdammt. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Dann fragen wir doch den mal nochmal. Graumähnen oder Kampfgeborenen? Was? Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Alter, komm mir nicht so nah. Ich hab keine Ahnung, wovon ihr du sprichst. Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ah. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Dann eher Graumähne. Dann seid ihr entweder ein Sympathisant der Sturmmäntel oder ein Dummkopf. So oder so seid ihr nicht mein Freund. Oh, das tut mir aber leid. Dann lebe das Kaiserreich. Ja, du mich auch. So, dann suchen wir doch mal direkt einen Händler, dem wir unseren Müll verkaufen können. Da, Beletors gemischt waren. Das klingt doch super. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aha. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ein Trollschädel. Cool. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Bist du aber witzig. Sag mir mal, wie läuft das Geschäft? Um es gelinde auszudrücken, bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen, nun, sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und es ist jeden Septim wert. Okay, aber was führt denn einen Bretonen nach Himmelsrand? Liegt das nicht auf der Hand? Das herrliche Wetter und die gastfreundlichen Menschen natürlich. Ganz zu schweigen von meiner großen Schwäche für Drachen und kleinliche politische Grabenkämpfe. Aber die größte Attraktion dieses gefrorenen Ödlands besteht ohne Zweifel in der Flut dümmlicher Fragen, mit denen ich regelmäßig überschwemmt werde. Tja, ja, ich kannte die Antwort schon, deswegen, ich wollte es nochmal hören. Grimmskrams, solche Sachen. So, ja dann. Bist du sicher der Richtige, um mir meinen ganzen Krust abzukaufen? Und zwar, wo waren wir denn stehen geblieben? Lachsfleisch, Lavendel. Ja, Lachsfleisch kann man eigentlich verkaufen. Weg damit. Rolle des Feuerballs. Also ich benutze so Schriftrollen eigentlich herzlich ungern. Silberner Granatring, Silberring. Ah, wie viel Geld hat er noch? 633. Tomaten. Wildbret. Und die ganzen Zaubertränke. Zaubertrank der geringen Magiker heben wir auf, der kleinen Heilung heben wir auch auf, Wasseratmen kann weg, Volltreffer kann weg, Beschwörung verstärken, Frostresistenz brauchen wir nicht, Gesundheit verstärken brauchen wir auch nicht und Giftresistenz brauchen wir auch nicht. So. Ich glaube, dann sind wir so ziemlich alles an Gerümpel losgeworden, was wir eigentlich loshaben wollten. Und dann... Bitte kommt wieder. Oh. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Wo bin ich denn gerade, du doof? Einfach wissen, was ihr braucht. Ich stehe ganz zu. Immer diese ungefragten Aussagen. Alter, ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung von unseren Mühen, von unseren Qualen. Nichts? Und was ist mit meinem Sohn? Was ist mit Thorald? Ist er nichts?
Haltet mir keine Vorträge über das Leiden. Hm. Was ist denn hier schon wieder los? Reifes Obst und frisches Gemüse zu Sammlerstücke und Zierschmuck, gefertigt vom besten Schmied von ganz Himmelsland. Wolfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ja. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Dann habe ich euch nichts zu sagen. Sei es mir das wert. Bei den Göttern. Solange er das Fleisch geschmeckt habe. Schenkt dir diese alten Schabracke etwa Glauben? Ja, schon. Ihn festhaltet. Den habe ich bei mir im Keller. Er ist mein Gefangener. Seht es endlich ein, alte Kuh. Euer dummer Sohn ist tot. Er starb als Sturmmantelverräter. Und ihr, ihr haltet besser den Mund, sonst blüht euch dasselbe Schicksal. Hm. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich weiter zu sagen. Habt ihr euch schon mal angeguckt? Ihr seht nicht sonderlich gleich aus, ne? Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Mhm. Und diese Kampfgeborenen, sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Mhm. Und woher wollt ihr denn wissen, dass euer Sohn noch lebt? Ich weiß es einfach. Ich fühle es in meinem Herzen. Ihr müsst mir glauben. Oh. Bitte, kommt zu mir nach Hause. Dort kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Okay. Begonnen der Vermisste. Sehr cool. Haben wir einfach mal auf dem Marktplatz eine Quest aufgerissen. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Hm, ihr solltet Briesenheim. Mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse habt. Mhm. Ich werde mir allerdings erstmal den Schrein von Thardas aktivieren. Alle Krankheiten geheilt. So. Meine Fresse, immer diese Fanatiker hier auf dem Dorfplatz. So, auf zum Jarl Balgruf. Das hier ist seine bescheidene Hütte. Wie hieß denn die Stadt bei Herr der Ringe nochmal? Edoras? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Mit seiner Halle Midoseld. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Hm. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Aha. Ihr hofft also, ein Händler zu werden. Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ja, ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Hm. Leichter gesagt als getan. Ein Mammutstoßzahn, ja, ich könnte euch vielleicht das helfen. Was würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Ja, das wäre nett. Aber mal was anderes. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Aha. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Furchtbar. Aber ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ja. Diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Warum denn nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ich verstehe. Ein Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Was soll denn das heißen? Naja, vielen Dank, ich kümmere mich um den Stoßzahn. So, jetzt mache ich es allerdings nochmal spannend. Wir gehen jetzt gleich zum Jarl, allerdings möchte ich vorher die Folge hier beenden. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und mit dieser wunderbaren, atemberaubenden Aussicht sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!